mystery's fading. You keeping me waiting. You're delaying my love. Make me wanna give up. So take it or leave it. Say you love me and mean it. Don't play with my heart. Don't you try to tear my faith apart. Ooh, I'm wasting your time. Taking all your energy is mine. You're losing your mind. Over the fact I overreact sometimes. That's on me. I might not be what you thought I'd be, but I'd rather be real. So keep it real with me. Willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat September. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich starte gleich mit einem sehr sprechlastigen Thema. Und zwar haben mir viele von euch geschrieben, dass ich mal ein Zahnspangen-Update machen soll. Und ich dachte mir, das mache ich dann auch in diesem Video, weil ich fast am Ende bin von meiner Behandlung. Und ich stelle euch jetzt mal hier so hin, weil da muss ich die Kamera nicht die ganze Zeit halten. Also, ich habe das im März- oder April-Vlog, glaube ich, das erste Mal erwähnt, dass ich eine Zahnspangenbehandlung beginne. Und ich mache meine bei Dr. Smile. Und das soll jetzt irgendwie keine Empfehlung oder so sein, dass ihr jetzt auch bei Dr. Smile machen müsst, wenn ihr euch für Zahnspangen interessiert. Guckt da einfach ganz persönlich für euch, was auf euch am besten passt. Fragt euren Arzt und guckt, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Und natürlich sind es auch preisliche Unterschiede. Aber ja, ich denke, das sollte man immer ganz individuell entscheiden. Also, so sehen meine Zähne jetzt aus. Und man kann auf jeden Fall unten einen sehr deutlichen Unterschied sehen. Und ich habe jetzt noch einen Monat vor mir. Ich glaube, das wird sich jetzt nicht mehr so dramatisch ändern. Ich hoffe eigentlich, dass ich die zwei Vorderzähne da, die Schneidezähne, noch ein bisschen anpassen von der Höhe her. Also ihr seht hier, dass dieser Zahn viel weiter nach unten ist als der hier. Und das gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig. Und da gucke ich mal, ob sich das noch ändert. Aber allein wegen den unteren Zähnen ist es schon mal ein deutlicher Fortschritt für mich. Ich fühle mich viel, viel wohler damit. Das ist so der aktuelle Status. Und dann so allgemein von den Erfahrungen her. Da fange ich vielleicht ein bisschen halbwegs chronologisch an. Und zwar bei den Anfangsgesprächen, wie war denn das? Ich glaube, man hat irgendwie online bestellt und dann hat man so einen Telefonanruf bekommen. Und da muss ich euch sagen, also für die, die sich letztendlich für Dr. Smile entscheiden sollten, macht euch auf jeden Fall auf dieses Telefonat gefasst, weil ich finde, das hat mich sehr an so ein Verkaufsgespräch erinnert, weil da so Sachen waren wie von wegen, ja, wenn du dich heute noch entscheidest, dann kriegst du irgendwie nochmal 100 Euro Rabatt oder wenn du diese Versicherung noch nimmst, dann kriegst du die und die Aligners oder Retainer umsonst, irgendwie sowas. Und ich finde, da sollte man sich vorher irgendwie wirklich im Klaren sein, was für ein Paket man haben möchte, wie viel man ausgeben möchte, welche Zusatzleistungen man haben möchte. Bei so einem Telefonat sagt man dann doch vielleicht schneller zu etwas zu, wozu man eigentlich hätte Nein gesagt. Aber sonst war der Ablauf relativ easy. Also man kriegt dann die Aligner halt zugeschickt, dann hatte ich halt alle schon da und dann wechselt man die Aligner dann halt alle selbstständig. Ich musste ein paar IPR-Behandlungen machen. Das heißt, man geht dann zu Dr. Smile, Zahnarztpraxen in der Stadt, macht da einen Termin vorher und dann wissen die halt, wo irgendwie an welcher Stelle was abgeschliffen werden müssen. Und entweder wird es per Hand gemacht oder per Maschine.
Und ja, damit wird einfach vermieden, dass man halt irgendwie Zähne gezogen werden muss, weil das ist halt einfach nochmal extremer für die Zähne. Und ja, so abschleifen sollte, also so in diesem Maße sollte eigentlich unbedenklich sein, zumindest so, wie ich mich informiert habe. Und ja, das hilft dann halt einfach, dass da ein bisschen mehr Luft ist für mehr Bewegung in den Zähnen. Macht ja auch Sinn. Also mir wurden jetzt keine Zähne extra gezogen und deswegen habe ich stattdessen halt so paar, drei, glaube ich, ja, drei IPR-Behandlungen bekommen. Wenn man das zum ersten Mal macht, ist es schon echt weird, weil die mit so einem Schleifer sozusagen zwischen deinen Zähnen kommen und dann wird da so dazwischen geschoben. Und das ist halt im Kopf für einen selber total laut und total seltsam und es krümelt so ein bisschen im Mund und ja, irgendwie gruselig, aber es ist eigentlich am Ende nicht weiter schlimm. Ja, das mal so als Nebenbemerkung. Ah ja, für die IPR-Behandlung, das ist manchmal ehrlich gesagt ein bisschen nervig gewesen. Man muss unbedingt rechtzeitig gucken, dass man in der App den Termin für einen dann zum richtigen Zeitpunkt legt, weil die voll schnell nicht mehr verfügbar waren. Also zumindest in Berlin, in meiner Stadt. Wir haben halt auch nur eine Stelle, die das dann anbietet. Und ich weiß nicht, was da los war. Also so, da habe ich mal eine Woche nicht reingeguckt und schon waren alle Termine weg. Und man kann halt nur einen bestimmten Zeitraum im Voraus überhaupt den Termin auswählen. Und wenn man das dann versäumt, dann verzögert sich das dann oder es ist halt dann in einem falschen Zeitraum oder so. Also ja, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Ich wollte euch aber die Simulation nochmal zeigen, weil ich finde das immer am coolsten so vorher, nachher. Ich gucke mal, ob ich das so zeigen kann. Nee, ich zeige, glaube ich, drehe euch nochmal um. So, hier haben wir nochmal mein Vorherbild von oben. Und einmal sieht man halt frontal, dass es hier irgendwie ziemlich weit nach oben geht. Und hier auch, ja, hat das hier so eine Kurve drin. Und dann spulen wir mal vor auf den aktuellen Zustand. Zack. Es ist schon ein bisschen gerader. Zumindest sieht die Höhe von den Kanten gleich aus. Und ich finde, das sollte sich bei mir in der Realität auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Muss ich mal schauen. Aber ich zeige euch nochmal diese Ansicht. Vorher und nachher. Also es ist hier so ein bisschen gleichmäßiger, ja, so eine gleichmäßigere Kurve, nicht mehr so eine S-Kurve drin, mehr oder weniger. Und dann schauen wir uns mal unten an. Also das war vorher. Man sieht hier dieser Zahn, das war so echt der Schlimmste. Der hat schon so richtig komisch schief rausgeguckt. Das war halt auch der Hauptgrund, warum ich das machen wollte. Und jetzt sieht es halt so aus. So viel besser. Ich finde, das sind immer noch nicht so perfekte Zähne, aber einfach ein bisschen harmonischer. Und nicht mehr ganz so schief. Und generell das Tragen, wie gut man damit klar kann, da habe ich noch nichts zu gesagt. Also erstmal generell, ich glaube, es war halt ein perfektes Timing, das habe ich auch im Anfangsvideo gesagt, dass es so während der Corona-Zeit stattfand, weil man halt einfach nicht viel in der Öffentlichkeit gemacht hat. Das heißt, es war halt für einen selber super einfach, dann die ganze Zeit einfach die Schiene zu tragen und dann nur fürs Essen rauszunehmen, dann kurz Zahnseide benutzen. Je nachdem, was man gegessen hat, kann man auch Zähne putzen und die Schiene wieder reinmachen. Und ich habe die Schiene dann immer für Shootings oder so oder zum Film rausgenommen, weil ich mochte nicht, ich mag meistens nicht, wie ich aussehe. Also ich habe auf manchen Fotos dann trotzdem eigentlich Aligner dran, aber ich sehe persönlich, dass ich die drin habe, weil mein Gesicht einfach ein bisschen anders aussieht. Also man sieht so ein bisschen mürrischer aus, also so. Weiß nicht, so, da ist das Kinn so ein bisschen runtergezogen. Das mochte ich persönlich nicht so, aber das war jetzt sozusagen kein Ding und ich muss beruflich nicht viel telefonieren oder so oder generell mit irgendwie Menschen sprechen, zumindest in dem letzten halben Jahr ungefähr. Jetzt, wo wieder mehr Veranstaltungen stattfinden und wieder man mehr socially unterwegs ist, ist es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Also teilweise habe ich schon versucht, die Zahnspange noch drin zu behalten, aber ich habe gemerkt, dass ich dann irgendwie so ein bisschen unsicher bin, weil man schon einfach ein bisschen eine andere Aussprache hat. Also man lispelt dann halt mehr und ich habe früher immer gelispelt
Und ja, das kam dann halt bei manchen Sachen dann doch irgendwie mehr raus. Und keine Ahnung, wenn man dann Leute zum ersten Mal trifft, will man halt nicht die Person sein, die irgendwie stark lispelt, weil, I don't know. Ich bin dann halt unsicher in dem Aspekt. Ich bin froh, dass es jetzt nur noch einen Monat geht, weil ja, dann bin ich einfach ein bisschen flexibler so unterwegs. Oder wenn ich mich mit Leuten treffe, dass ich da nicht irgendwie die Zahnspange immer dran haben muss, weil es ist machbar, aber auch doch irgendwie nervig. Aber okay, es hat sich gelohnt und es war bei mir zumindest nicht so lange. Also 7 Monate insgesamt und ja, da kann man nicht meckern. Wenn ich doch irgendwelche Sachen vergessen habe, dann stellt mir die Fragen gerne dazu in der Infobox. Dann versuche ich die so gut wie möglich zu beantworten. Und dann geht es jetzt hoffentlich weiter mit normalen Vlog-Content. Ich gehe nachher auf den 30. Geburtstag von Erika und ich dachte mir, ich zeige euch mal die Geschenke, die ich habe, weil ich finde, dass es irgendwie eigentlich auch ganz gute Geschenkideen sind. Also ich schenke zum einen eine Kerze von Loewe. Da habe ich ja selber eine, nämlich diese hier. Das ist jetzt aber die große Variante, aber die ist schon riesig. Und das ist halt die kleinste Variante. Und das ist die Kerze, die, also wo die Hülle so weinrot ist, finde ich auch sehr schön. Und die riecht, kann man aus dem Karton schon gut riechen, auch sehr schön. Und ja, generell finde ich, dass Duftkerzen irgendwie ein schönes Geschenk sind, weil das ist irgendwie, ja, das gönnt man sich manchmal nicht so selbst und das ist irgendwie doch ganz schön, vor allem jetzt auch zu der kälteren Jahreszeit. Und da gibt es ja wirklich viele verschiedene Marken, wo die sehr schöne Kerzen haben. Und dann habe ich hier noch so zwei Teesets, also jeweils zweimal. Hier so ein Untersetzer. Und dann sind hier zwei Tassen drin, und zwar diese hier. Teesets oder Geschirr, so kleine Sachen finde ich auch immer sehr schön zum Schenken. Also je nachdem, wenn es zu der Person halt auch passt. Und ja, ich denke, das würde auch ihren Geschmack treffen. Deswegen dachte ich mir, das passt ganz gut. Wir hatten das letzte Wochenende Freunde zu Besuch und da habe ich uns Abendessen gemacht. Und ich habe euch da auch ein paar Eindrücke gefilmt, denke ich. Aber ich wollte euch nochmal richtig zeigen, was wir da gegessen haben. Und zwar habe ich aus diesem Buch hier zwei Rezepte gekocht. Zum einen das hier, warmer Spinatsalat mit Joghurt und auch Knoblauch und Chili. Fand ich sehr, sehr lecker. War also wie gesagt eine Beilage und es war eigentlich eine ganz gute Kombination, so ein bisschen was Frisches dazu. Denn das Hauptgericht war, hoffentlich ist die richtige Markierung, ja, hier das hier.
so ganz lang geschmortes Hühnchen mit Kurkuma und verschiedenen Gewürzen. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker und das Fleisch war sehr, sehr zart, dass es schon von den Knochen gefallen ist und es war auch sehr schön aromatisch. Ja, sehr, sehr lecker. Und das Coole bei diesen zwei Gerichten war eigentlich, dass man die sehr, sehr gut vorbereiten konnte. Also bevor der Besuch da ist quasi, konnte man das fast fertig machen. Da musste man nur noch am Ende hier den Spinat kurz blanchieren und hier das Hühnchen dann nochmal frisch heiß machen zum Servieren. Aber sonst hatte man das fast schon fertig vorher. Und das Buch ist generell empfehlenswert. Also es hat sehr, sehr schöne Gerichte drin, die man gerne ausprobieren möchte. Ich habe noch nicht allzu viel davon gekocht, aber es steht auf jeden Fall sehr, sehr viel auf dem Plan, was ich unbedingt nachmachen möchte. Ja. Ich wollte euch ja noch die fertige Küche zeigen. Hier bin ich jetzt im Flur und gucke so durch den Spiegel und finde diese Ansicht auch schon super schön mit dem Regal. Und dann gehen wir mal rein. So sieht sie jetzt aus. Also alles ist einfach ein bisschen dunkler geworden, beziehungsweise einheitlicher, dadurch, dass die Wände halt diese weißen Paneele jetzt haben. Und die Fronten sind von Reform, da habe ich mit denen eine Zusammenarbeit auf Instagram. Die Arbeitsplatte ist aber IKEA und auch halt die Korpusse sind alles IKEA-Korpusse und überwiegend halt unsere alten Korpusse. Die alten Fronten habe ich übrigens an eine Followerin verlost, weil das einfach zu schade wäre, um das irgendwie zu entsorgen. Dadurch, dass ich hier eine Zusammenarbeit mit Reform habe, fand ich das irgendwie ganz gut, wenn ich das dann verschenke, statt das irgendwie versucht zu verkaufen. Wir haben das jetzt alles komplett in Schwarz gehalten und haben dann auch das Sieb und diese Überlaufabdeckung schwarz angesprüht mit so einem Lack. Und ja, ich finde das super cool, dass es so ganz einheitlich dann aussieht. Und dann haben wir auch hier so einen neuen Wasserhahn, auch von IKEA. Und da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, wie die Öffnung hier ist und dass der Hebel hier ist. Was ich im Endeffekt aber viel, viel besser finde, also dass der Hebel hier ist, weil früher war der halt hier und da hat man irgendwie mit nassen Händen dann hier immer alles schnell voll gespritzt mit Wasser und das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Und falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist so ein Schwammhalter von Happy Things, was ich irgendwann mal auf Instagram gefunden habe. Damit kann man dann halt den Schwamm oder Lappen hier so dran machen, damit er abtropft, ohne dass es dann irgendwie hier auf der Ablage rumliegt und das ist dann einfach ein bisschen dezenter. Ich kann es auch ein bisschen runterschieben. Das ist dann mit einem Magnet festgemacht, also man kann es dann halt auch beliebig irgendwo hin machen. Ja, und abgesehen von der Optik ist wohl die größte strukturelle Veränderung dieser Schrank hier in der Ecke, der einfach ganz viel Stauraum bietet, den wir unbedingt gebraucht haben. Und dann halt auch der Geschirrspüler, der hier jetzt unten ist. Mach ich mal auf. Tada! Das macht alles auf jeden Fall auch um einiges einfacher. Und ja, ich glaube, das war es dann auch zur Küche. Den Rest kennt ihr ja schon. Okay, es ist mal wieder Zeit für ein Sleepover bei Erica. Und wir haben uns alle darauf geeinigt, dass wir was Bequemes anziehen. Also habe ich hier so eine Kaschmirhose von Koss angezogen und dazu hier diesen Zip-Pullover von, wie spricht man die Marke aus? Ich glaube, Row. Naja, wie auch immer. Und dazu mein Loewe-Mantel in so Navy und ich finde diese Kombination aus Navy und Dunkelgrün irgendwie so super schön. Generell mag ich die Teile so gerne, dass ihr mich bestimmt öfter noch darin sehen werdet, weil das ist so die ultimative kuschelige Herbstkombination. Und als Schuhe habe ich jetzt mal ganz random so alte Checker Vans ausgepackt und ziehe die an, einfach für den Hinweg. Und dann wie immer meine Overnight Bag von Celine. Spinning around these thoughts.
So, ihr fragt euch bestimmt, warum bin ich so schick gemacht? Johannes und ich sind nämlich auf eine Hochzeitsfeier gleich eingeladen. Und ja, ich weiß nicht ganz genau, ob ich dann nachher filmen werde. Deswegen dachte ich, ich filme vorher mein Outfit so im Spiegel ab. Also wie gesagt, ich habe mich mal ein bisschen schick gemacht zu diesem Anlass. Ich habe so ein Set an von Dion Lee. Das heißt, es ist ein Rock und ein Oberteil. Das Oberteil ist rückenfrei. Oh, da guckt noch das Innenetikett raus. So, das ist rückenfrei. Also man kann das zusammentragen, aber auch getrennt, was ich ziemlich cool finde. Und ja, das hat ist so Plissés und so Bändern und Schlitzen. Die Schlitze sind besonders cool, also wenn man so läuft, sieht das schon ziemlich fancy aus. Und dazu trage ich eine Tasche von The Row, das ist die Escort Bag, ein altes Teil. Das ist die, die so aussieht wie so ein Tuch. Ich finde, die passt immer ganz gut für so Kleider, weil die dann nicht so starr und nicht so, ja, nicht ganz so bold ist wie so eine Ledertasche oder so. Und Schuhe sind von Mango tatsächlich. Und ja, das ist mein Outfit für heute Abend. Ich freue mich schon. Okay, irgendwie ist es gerade wieder so warm, deswegen ziehe ich wahrscheinlich das letzte Mal noch meine Flipflops an. Und ich habe hier so eine schöne neue Jacke von Weekday in diesen schönen, mit diesem schönen grünen Karo-Muster. Und ich finde, es sieht besonders schön aus zu so einer braunen Tasche wie die Puzzlebag. Und ja, finde, es ist echt ein cooler Look. Also der Schnitt ist halt cool, so ein bisschen eine kürzere Jacke, aber trotzdem sehr, sehr boxy und oversized. Und darunter trage ich wieder das schwarze T-Shirt von Arket und auch der Gürtel ist von Arket und Hose ist Totem und Flipflops kennt ihr ja schon, Hawaiianas. Ja, echt cool, also gefällt mir echt gut. Einfach mit Boots dann im Herbst und vielleicht so ein Rollkragenpullover drunter und es ist ein schönes Herbstoutfit und dann trage ich zur Abwechslung mal ein bisschen Farbe. Der Monat September war wirklich sehr, sehr voll und aufregend und man hat auf jeden Fall wieder mehr Leute gesehen. Also Veranstaltungen gingen wieder mehr los. Ich habe mich mehr mit Leuten getroffen, auch mit neuen Leuten. Ich habe zum Beispiel Anna-Laura Kummer getroffen, was sehr schön war. Da habt ihr ja, glaube ich, ein paar Clips gesehen im Video. Und ja, viel gekocht habe ich. Zum Beispiel haben wir die Dumplings, die wir letztes Jahr schon öfter gemacht haben, wieder gekocht, aber diesmal mit veganem Fleischersatz. Ja, also die haben so gut geschmeckt. Ich glaube nicht, dass man jetzt noch zu normalem Hackfleisch greifen muss. Und ich verlinke euch das Rezept zu den Dumplings, also das Originalrezept, mal hier in der Ecke. Und dann könnt ihr halt das Fleisch einfach ersetzen. Und ja, also viel gekocht. Es gab Geburtstage, zum Beispiel hatte unsere Freundin Erika Geburtstag und das war ganz witzig, weil wir zum ersten Mal seit langem wieder so lange unterwegs waren. Ich glaube, Johannes und ich waren irgendwie 4:30 zu Hause
weil wir dann noch in der Bar waren und dann sind wir auch nach Hause gelaufen und ja, es war auf jeden Fall ein cooler Abend. War sehr schön, dann auch Leute einfach wieder nach längerer Zeit wieder zu treffen und generell einfach einen neuen Input wieder zu finden, sich mit neuen Leuten zu unterhalten. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön diesen Monat. Und ja, es ist jetzt herbstlich, man kuschelt sich ein bisschen mehr ein. Johannes und ich sind jetzt auch immer abends dann auf der Couch und gucken gemütlich Film. Das wird auf jeden Fall nur noch mehr. Und ich glaube, wir legen uns auch demnächst ein paar neue PlayStation-Spiele zu. Wir sind ja so PlayStation-Spieler. Und ja, aber ja, im Winter und im Herbst und Winter, finde ich, ist es halt einfach auch genau die richtige Zeit dafür, das zu machen. Und ja, jetzt habe ich schon wieder voll lange rumgelabert. Dabei wollte ich mich eigentlich nur verabschieden. Also ja, machen wir das mal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch und oder einfach, ja, konnte euch irgendwie gute Laune machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!